Hey und willkommen, ich bin Herr Bergmann und wir spielen eine Runde Mindplex Minigames mit Sturmwaffel und Paluten. Hallo. Hallihallo. Guten Tag. Alles gut oder was? Ja, in freudiger Erwartung hier auf Super Paintball. Erzähl mal kurz. Einmal so ein bisschen schießen, ne? Also du musst den Gegner zweimal treffen, damit er richtig tot ist, nur zur Info. Und okay, du darfst natürlich nicht selber getroffen werden. Wie viel Schuss haben wir? Ich glaube unendlich, soweit ich weiß. Und Waterbomb ist dann so eine Farbgranate, ne? Hoffe ich mal. Ich habe absolut keinen Plan. Ich schieße eigentlich immer nur mit Rechtsklick hier so drauf und dann. Bist du im Nether-Team? Das ist eine gute Frage. Warte mal. Nee, bin ich. Oh nein! Ja, Mann! Das gibt's doch nicht. Hat er mich direkt destroyed, dieser Hund. Aber ich schwöre Rache. Ich mach einfach mal direkt hier die Waterbomb. Nochmal, ich hab noch einen. Zack, Alter. Bats, Junge. Ich glaub, ich bin auch tot. Oh. Das gibt's doch nicht, wie blöd bin ich denn? Wieso wird er nicht gepainted hier, Alter? Nein. Kann man jetzt nicht mehr wiederbelebt werden? Warum lebst du wieder? Du bist nur noch so stummel. Warum lebe ich wieder? Ja, du stehst vor mir. Ach, die wurden getroffen dann. Ach, jetzt bin ich schon wieder tot. Jetzt lebe ich wieder. Jemand soll mich, belebt mich wieder. Ich glaube, das ist mit den Waterbottles. Ja, ich glaube, mit dem Waterbottle ist auch, dass man jemanden wiederbeleben kann. Alles cool, alles gut. Okay. Ja, ich habe überlebt, ey. Waterbottle. Trink hier die kurz. Die Runde ist schon längst vorbei, Junge. Ach so. Die übelsten Spaß. Ja, wir schaffen das, komm schnell. Wir waren aber einfach so im Spiel drin, weißt du. Ja, das hat mich auch tierisch gefesselt auf jeden Fall. Ich hab meine ganzen Waterbombs einfach auf den Boden geworfen, kein einziges Mal getroffen, hab drei Schüsse abgegeben, war die Runde vorbei. Kein einzigen Gegner gesehen. Geil, ich feier das. Also lief bei dir, ne? Es lief total bei mir, ja. Also geradezu grandios. Jetzt kommt als nächstes Turf Wars. Was ist Turf Wars? Kann das einer kurz erklären? Es stellen sich zwei Teams gegenüber und man schießt nur mit Pfeilen sich gegenseitig ab und dann gibt es so Bauphasen. Ah, das. Diese Blöcke platzieren, eben sich dann ja so eine eigene Basis aufbauen. Und je nachdem, wie gut oder schlecht man ist, verschiebt sich das Spielfeld eben. Okay. Und das weißt du, weil du das hier 24/7 machst, oder was? Ja, das ist auch mein Modus, den habe ich zusammen mit Vareide, hast du es programmiert, weil Vareide nebenbei Hobby programmiert auf Mindplex. Gerüchteküche! Ja. Guck mal, hier ist Indiana Jones. Oh, warte mal, hier kann man nichts Spezielles finden. Oh, Shredder, warte mal, komm ich da schnell hin. Bitte. Okay, los geht's. Ja, genau. Dann mit einem Ultra Ultra. Ich bin der Ultra. Shredder. Die Unterschicht hier. Shredder, Alter, wir die Unterschicht, wir geben uns die Hand feierlich. Was seid ihr, rotes Team? Jemand rotes Team? Ja, ich bin im roten Team. Ja, ich auch. Wir sind doch alle zusammen hier. Ach, verdammt, Bergmann ist auch da. Ach, da hinten. Aber warte, jetzt müssen wir hier irgendwie. Aber sehe ich auch aus wie der Shredder von den Turtles? Nee, du siehst aus wie du, glaube ich. Oh. Ja. Der war mal cool. Dann müssen wir jetzt zubauen hier. Also jetzt genau. Dann irgendwie rüberschießen. Genau, also die können auch die Sachen kaputt schießen hier, die Blöcke. Wieso kann ich denn nicht schießen hier? Warum noch nicht. Bauphase. Wieso baut der sich da so ganz nach oben? Das verstehe ich ja nicht. So. Mal hier ein bisschen absichern. Und wie lange? Bauphase, steht das irgendwo? Ja, da rechts. Rechts oben. Bei Blue und Red. Ich werde hier, glaube ich, gleich richtig gefokust. Gefokust, Alter. Oh Gott, oh Gott. Das geht doch gar nicht los. Alter, Leute, was passiert hier? Ich bin tot, oder was? Auch noch einer. Ich bin auch schon down gegangen. Aber auch nur, weil ich irgendwie die Zeit nicht richtig im Auge hatte. Überhaupt hier, ey, was ist los? Was mich immer. Alter, krass. Warum konnte er den hatte ich doch gehittet. Warum konnte der Blaue denn einfach auf unser Dings laufen? Konnte man nicht auf das andere Grundstück nicht drauf? Es gibt eben welche, die haben. Das sind so Nahkämpfer. Oh Gott. Ich brauche einen EO und der hat einfach beides. Wow. Was ist das denn für ein alter Pro hier? Ey, wieso kann ich denn. Heilige Mutter. Zack, Digga. Putz. Hä? Der hält mehr als ein Pfeil aus. Was ist denn da los? So, jetzt habe ich ihn erwischt. Du bist doch der Shredder, Digga. Der Shredder schießt auch. Alter Schwede. Schießt auch mehr Pfeile ab. Ein richtig krasses Battle hier gerade. Ach! ich hab im Augenwinkel hab ich noch gesehen, wie du einfach so Slash bist. Jawoll. So, Leute. Oh, hier sind einfach fünf Leute, ey, gerade vor mir. Sag, den erwische ich. Putz! Oh. Boah, ich komm da raus und kassiere direkt. Ach komm, also irgendwie. Ach, jetzt weiß ich das. Das ist, glaube ich, Lex, glaube ich. Das ist ganz dicke Lex. Jetzt weiß ich auch, was der Shredder kann. Oh. Je länger ich gedrückt halte, umso mehr Pfeile verschieße ich. Was aber eigentlich eher der dicke Nachteil ist, weil die einfach so unpräzise kommen.
Okay. Und es ist hier das Ziel vermutlich, so viel wie möglich von der gegnerischen Base einzunehmen, oder? Ja, genau. Und die, die dann komplett alles eingenommen haben, die sind dann eben die Turf Kings. Okay. Und um uns steht es zum Beispiel gerade nicht sonderlich gut. Nee, nee, also das steht auf jeden Fall. Jetzt gerade nochmal Building-Phase. Überlege auch schon auf die zum anderen Team zu wechseln. Ach so. Ja, ist nie verkehrt. Genau. Winning Team Joiner so. So einer war. Ja, ja, genau. So ein Typ. So einer war Paluten, ja, garantiert. Definitiv. Ich war hier schnell. Oh. Ey, what? Nein, oh, was ist denn ja, bei dem los, Alter? Oh Gott, ja, er kam einfach mal ganz locker hier reingesteppt, ey. Ey, wieso werde ich denn immer so weggekickt? Das ja, das Game aus dem Plan. Ah, ich auch. Wir hatten da plötzlich so einen Star Wars Machtstoß, ey. Auf der nee, das passiert, glaube ich, gekauft, immer. Ne? Bitte? Wenn wir Grund verlieren. Ja, genau. Und ihr dann noch auf der blauen Dingenseite darf man eben nicht draufbleiben. Hey, Lex. Mit so einem Team kann ich nicht arbeiten. Oh, jetzt kommt. Oh nein. Jetzt. Ich bin wieder. Ah, die kriegt aber auch alle nicht richtig rüber. Ach komm, jetzt. Ich brauch auch so ein Schwert. Ah, verdammt. Ach komm, ey. Diese rechte Seite dürfen wir einfach nicht rausgehen. Oh, der kriegt richtig auf den Kopf. Komm, haben wir mal zwei weggeholt. Komm schon. Dritten weggeholt. Komplette rechte Seite gerade geklärt. Ach komm, ey. Ich bin ganz easy. Splash. Was ist er denn hier, Alter? Sie ist halt auch so. Ah. Oh, das wird einfach eine Aufholjagd jetzt. Einfach eine gechillte. Hey, der ist Shredder's Shenanigans. Oh, da kommt er wieder. Da ist Zorro. Alter, yes. Höp. Da oben. Na komm, ach, das ist doch hier wieder. Na, da oben. Na. Ach, das. Jetzt komm mal her hier. Na. Oh, verdammt, ey. Ach, komm her jetzt. Wir kommen mal langsam ran. Was ist los bei dir im Head in drinne, Alter? Oh nein, ich. Das ist hier so schrecklich. Was macht ihr eigentlich? Wieso bruncht ihr hier hinten oder was macht ja, ihr? Ja, wir haben ein kleines Käffchen genommen. Wir haben so ein kleines Senioren-Martinet gerade mit einer kleinen Filmvorstellung. Kleines Senioren-Martinet. Genau. So, komm. Jetzt sind wir doch wieder back. Ich hab ja keine Feinde, oder? Oh, Gott. Back in Business, Digga. Back in Business. Los geht's. Lil Wayne Filter angemacht. Los geht's. Ich spann gerade. Ich esse mal alles zu für euch. Ich baue einfach meine ganzen Leute gerade ein, mal eiskalt, so. Richtig gut, ey. Hä, wieso ist das alles? Yo, oh. Das war doch nicht gerade mega verarscht. Habt ihr das gesehen? Ja, was? Lil Wayne, Alter. Yo! Was ist denn? Hab ich so eine schlechte Connection oder was? Ja, gerade, aber nur bei dem Yo. Aber richtig wie Lil Wayne, Mann. Ich glaube, das lasse ich nochmal abspielen, weil es so herrlich war. Den musst du dir schnappen, Paluten. Ja, sieht an dir jetzt. Ja, egal, ich klopp den einfach, Digga. Pam, Digga, pam. Ja, was willst du denn? Gegeben? Nee, hab ich nicht. Boah, Alter, ja, muss ja immer so da zurückgeportet werden. Das riecht. Ah, das wenn ja, man das aus Blaue, ah, das wenn okay. Man aus Blaue kommt. Man wird zurückgeportet, weil man nicht drauf. Ah, ja. Okay. Aber warum können das wäre natürlich, die Information wäre natürlich von vor 10 Minuten richtig sinnvoll gewesen. Hab ich doch gesagt. Tut mir leid, wenn man. Ja, ich höre dir doch nicht zu. Ich muss ja auch irgendwie das Unwichtige vom Wichtigen rausfiltern, weißt du? Boah, Alter, ich pflück sie halt richtig ab, Junge. Pflück sie richtig ab gerade, Mann. Ja, ich krieg hier nichts gebacken. Ich hasse diesen Shredder. Ich möchte gerne wechseln. Ah, nein! Oh, ich bin selber runtergefallen. Ich bin im Pfosten. Aber, hä, wieso hängt der da so? Ich erwisch die einmal, aber ich krieg irgendwie. Die sind doch normalerweise mit einem Hit so gut wie down, oder nicht? Nur einem Hit sind die down bei mir, ja. Ja, toll. Ich muss irgendwie. Der Shredder. Also, tut mir leid, Leute, wenn ihr irgendwie mal Turf Wars spielt, nehmt auf gar keinen Fall den Shredder. Der lohnt sich nicht wirklich. Nein, oh, schon wieder in die Lava gefallen, ey. Ja, das hab ich aber gerade. Gerade eben lief es echt gut, ey. Haben wir verloren? Nein! Na. Damn. Egal, hat trotzdem Spaß gemacht, auf jeden Fall. Der Spielmodus, den fand ich sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. Er hat mir gut gefallen. Ich fand ihn richtig klasse. Danke. Zertifiziert von Bergmann Org. So. Kommt ein Recall? Ne, Recall auf keinen Fall. Kommt der? Nee. Okay. Also, Supertalent hätte ich ihm vielleicht das Sternchen gegeben, damit er direkt ins Finale kommt, aber Recall. Das goldene Sternchen ist das doch, oder? Ich guck das doch nicht. Warum guckst du das denn nicht? Allgemein. Ja, weil ich intelligent bin. Weil ich intelligent bin. Weil ich intelligent bin. Ich hab Hühnsinapsen. Alter, kann nack mich mal hier nicht so an. What? So. Hey, Muchacho. Pick. So, Bacon Brawl, Leute. Bacon Brawl, wisst ihr, wir sind alles kleine Schweinchen und. Ja, die können sich. Die müssen uns einfach nur prügeln. Also, ich glaube, mehr ist das nicht. Mal Plattform prügeln, ne? Klingt einfach. Ja, genau. Okay. Die einfach hier ist das kleine Bergmannschweinchen. Oink, das sieht oink, auch schon oink, so. Oink, oink, oh, ein Bergmann springt gleich wieder in die Lava. Ey, ich hole mir jetzt dein Bacon. Ey, das kann ich angehen. Oh. Wer kickt mich hier schon wieder so kackenreist weg, ey? Paluten. Oink, guck mal, Paluten ist richtig fett, ey. In irgendeiner Weise muss ich mir ja Gehör verschaffen, weißt du? Und wenn das hier einmal nicht so klappt. Ah, oink, oink. Da sehe ich doch schon wieder. Nein, ich bin tot.
Nein, ich auch! Wo ist denn der Bergmann? Bergschwein. Bergmann liefert sich hier gerade den Fight seines Lebens mit dem Baby. Das Pedal, Alter, wirklich. Ich, ne? Schweinchen Babe und sowas. Schweinchen Babe, ey. Oh Gott, ey, das war aber gerade. Das war kurz spannend jetzt. Kurz spannend geworden, auf jeden Fall. Kurz ein wenig gezwickt. Kurz ein wenig gezwickt. So. Wie das aussieht, Alter, wie dieses Schwein da immer auf den Boden stampft. Einfach nur. Pass mal auf, ey, jetzt kommt nämlich Papa, Alter. Ich sagte, ich mach die Runde hier. Ich mach die Runde. Einfach, Weil du es kannst. Ja. Und das kleine Schwein bleibt einfach stehen. Was ich mich immer frage, ist, wie kommen die Leute auf so einen Spielmodus so? Und dann Bacon Brawl, ja? Wir machen einfach so einen Spielmodus mit Schwein, die verprügeln sich. Ja, wobei, man muss ja auch sagen, hast du jemals jedes einzelne Mario Party Spiel gespielt? Nicht jedes, nee. Wer weiß, weil es gibt ja garantiert etwas, wo, du könntest ja vom Ding her einfach sagen, es gab bei Mario Party immer diesen Spielmodus, wo man zusammen auf einer Plattform war, man musste sich runterkicken. Ja. Und da haben sie sich gedacht, wie machen wir das in Minecraft? Ja gut, machen wir das einfach hier so und wir sind Schweine, ganz einfach. Und nennen es Bacon Brawl. Genau. Bacon ist allgemein so, dass das Wort, das beliebteste Wort, glaube ich... Nein! Nein! Oh, weißt du, mit dem Bacon? Nicht mal besiegt von irgendjemandem, nicht mal erschlagen, sondern so ganz, ganz beschämend einfach in die Lava reingefallen. Ich hast eben gesagt, Ladies first, ich salutiere vor euch und springe in die Lava. Wieso ist der, ey, der Kleine ist hier richtig gut, das ist so ein Minischweinchen. Ja, das haben wir auch, ja, der steht einfach nur die ganze Zeit in der Ecke hier. Oh, guck mal, der ist jetzt da oben, Alter. Ja, einer, der fliegt auch immer hier, dieser Minecraft... Minecraft-Elite-Typ, Alter, der fliegt hier von Astro. Guck mal, wir ziehen hier rein. Er schwebt. Jo, was mal. Jo, alles klar, Mann. Ja, aber er ist halt so mega, mega dabei, Alter. Ja. Das ist entweder, Alter. Aber Butterman hat es mir richtig angetan. So ein schönes Schweinchen eingerieben mit Butter, Alter. Jetzt schön die Lava reingetunkt, ey. Badaschweinchen am Spieß. Genau. Badaschwein. Ja gut, dann sterb doch mal jetzt. Ja, das wär super schon ein bisschen sweet. Lang. Sweet, Leute, sweet. Guck mal, die sieht auch ein bisschen aus, als würden die kuscheln oder so. Yeah. Ja, ja, so kuscheln, ja. Ja, oh, ja. Ja, ja, so ist lässig, kuscheln, ja. Wollen wir noch ein Spiel mal spielen, wo es danach machen, Jo, ne? Ja, ja, natürlich. Wenn die jetzt mal genug geknuddelt haben, ja. Okay. Ja, natürlich. Zustimmung bitte nur immer in D-Moll. Du könntest ja noch mal ein bisschen Arnold Schwarzenegger nachmachen. Das war das letzte Mal wirklich gut. Nee, das geht nicht auf Kommando. Ich bin kein Klammeräffchen, mein lieber Paluten. Kein Klammeräffchen? Ich bin kein Klammeräffchen. Diese Klammeräffchen sind dafür berühmt, irgendwie Stimmen nachzumachen? Oder wie meinst du das? Nee. Also du meinst wie ein Äffchen, was man sagen kann, was es machen soll? Ja, das dich umarmt, umklammert. Ja. Weil man weiß ja, dass Klammeräffchen, die tun ja alles dafür, so, damit sie klammern dürfen. Ah, okay. Klammeräffchen! Du bist einfach nicht klug genug, Paluten. Du musst aufpassen mit deinen Aussagen, weißt du? Wenn du versuchst, mir Paroli zu bieten, dann muss es auch gut durchdacht sein, mein lieber Freund. So, jetzt, das sieht aus nach so einem Wasserskirennen, oder was? Ah, nee, das sind Squid Wars. Damit bist du gleich, das ist ein richtig, richtig cooler Spielmuster. Tauchst du nachher unter Wasser und dann wird sie richtig gebattelt gerade wieder. Mit Rechtsklick kannst du dann schießen. Aber du musst halt so mit Shift tauchst du, glaube ich, nach unten. Und nee, damit kriegst du immer so einen Boost. Oder kriegst du einen Boost, genau. Shift ist so ein Boost. Okay, aber einfach unter Wasser tauchen. Du bist nachher so jetzt so ein Squid dann. Und mit dann, Rechtsklick einfach schießen. Dann kannst du einfach richtig rumsquidden. Und unter Wasser gehe ich automatisch. Ja, ja, klar. Also da musst du halt noch umgucken. Man muss einfach tauen, ne? Normal. 40 Sekunden haben wir jetzt hier noch. Ja, können wir ja zur Not ja schneiden. Oder Paluten erzählt noch irgendeine lustige Story. Oder jemand imitiert. Das muss man doch jetzt nicht schneiden. Ich kann gerne was eine richtig lustige Story erzählen. Ja, mach mal. Ich bin gespannt. Lieber nicht. Komm, wir setzen uns vor dich, erzähl uns was. Okay. Genau. Papa Paluten erzählt. Also, nein, das wäre was. Da rennt er weg, guck mal. Oh mein Gott, ich stehe weg. Kommt mich mal, Leute. Ab nach Mexiko. Eieiei. Wir können uns ja mal so die Skins hier angucken. Das finde ich auch mal so lustig. Apropos so Mexiko. Freut ihr euch auf den zweiten Machete-Film? War schon vorbei. Nee, es ist von Halo. Okay, alles klar. Machete. Machete Returns. Machete, Alter. Ist, ne? Ja, genau. Machete schreibt keine SMS, Alter. Den ersten Teil fand ich wirklich gut. Der zweite sieht so ein bisschen billig aus. Sah der erste professionell aus? Wollte ich gerade sagen. Das war Hollywood vom Feinsten. Oder das war ein Blockbuster. Hat er nicht 200 Millionen gekostet? Der macht 200.000 Millionen. Ja, für das Handy, wo er keine SMS mehr geschrieben hat. Ich schieße irgendwie noch gar nicht. Rechtsklick, dauert ein bisschen immer. Zum Reload. Ah, verdammt. Hä, wie dauert ein bisschen? Ihr müsst doch irgendwas rauskommen. Einfach zumindest. Rechtsklick, ja, da kommen so kleine Raketen. Raketen kommen da. Da muss doch irgendwas rausschießen, Mann. Da muss doch irgendwas rausschießen. Ja, that's what she said, ey. Da muss doch
irgendwas rausschießen. Ich glaube, ich habe hier nicht was. Ich glaube, ich habe hier was richtig gelesen. Bei mir schießt hier nichts raus, ey. So eine kleine rote Rakete. Rote Rakete, nee, rote Rakete. Bei mir schießt keine Rakete raus, ey. Nur irgendeine so komisch weiße, flüssige. Ich, offenbar blute ich. Ich scheine zu bluten. Herr Doktor, ich glaube, ich mache da was. Ich, oh, ich bin gar nicht auf der Axt, Mann. Leck mich, Alter, leck mich. Boah, das müsst ihr mir doch sagen. Weißt du, ihr lügt mir hier ein vorm Herrn, ey. Tut mir leid, ich dachte, du kennst dich so ein bisschen aus mit Minecraft. Ich achte doch darauf nicht. Ich dachte, es ist einfach Plug and Play, Alter. Weißt du, kein Problem. Plug and Play, eiskalt, ey. Ja. Ah, nee, ey. Hey, wieso treffe ich den denn nicht? Oh, Mann. Herr Luke, kann das jetzt mal hier... Hä? Ich sterb die ganze Zeit nur noch. Ich rieche Lug und Trug. Nee, das stimmt hier nicht. Ich glaube, ich blute. Ich glaube, irgendwas mache ich hier nicht richtig. So, komm schon. Einfach alles rauf da. Alles rauf, alles kein Problem. Alles kein... Komm mal hier einfach jetzt schnell weg hier und dann zack, hier nochmal rein. Komm schon, dann nochmal den noch. Ja, ganz cool. Alles cool, alles cool, alles cool. Nein. Läuft die Zeit wieder oder was ist das für ein Ticker hier? First to 20 Kills. Der erste mit 20 Kills gewinnt, glaube ich. Ein paar Looten. Ja, ein paar Looten macht das, Alter. Ja, natürlich. Kein Ding. Richtig, richtig. Hätte ich hier am Anfang, weißt du... Oh, verdammt, der eine... Ja, dann hättest du hier aber wieder aufgeräumt, bis zum geht... Jawohl, da wieder Boltzmann says Splash, der alte Squid. Na oh, komm, jetzt kann er nicht. Ah, Paluten hier. Ah, nein! Und ich war der 20. Da ist das Ding, Junge, da ist der. Das Beste kommt zum Schluss, Digga. Ah, ey, was eine Runde. Ich würde ja gerne noch einen dranhängen. Was ist Jungle Pools? Nur mal so rein Interesse, ein Shooter? Nee. Ist jetzt Snake, was wir nochmal am Ende machen würden? Der Snake, nee, jetzt kommt. Snake, ach so, Snake okay, ist schnell. Okay. Snake geht schnell. Ja. Eine Runde Snake nur dran. Ja, dann machen wir. Ja, als Zugabe. Snake machen wir schnell eine Runde. Snake machen wir schnell. Aber gut, wir müssen natürlich wieder eine Minute warten hier, ne? Ne, 20 Sekunden. Achso, die. Schauen wir, wie geht's dir so gut? So gut? So gut? Entschuldigung. Wo fährt denn hier der Bus? Ich war hier im Ostbahnhof. Kommt der reingesplasht mit seinem Schnäuzer. Entschuldigen Sie, wo ist denn hier der Ostbahnhof? So Leute, diesmal werden keine Gefangenen gemacht, das sage ich euch. Ich bin die Super Snake. Alter, diese Musik hier, die ist so schrecklich. Gibt früher das Nokia 3310 oder sowas oder 3210? Also fing mit 32. Oh, ich bin tot. Grandios. Egal, Leute, ich habe die letzte, also hier die davor gewonnen, aber das ist alles Tutti-Frutti. Nonsens, hast du gar nicht. Ich bin tot. Nein. So, wo ist der Bergsmann-Expert? Da, gelb, er ist gelb. Okay. Oh, er hat schon einen richtig geknödelt, ja? Oh, er macht das geschickt, hier. Yeah. Das war richtig krass. Ey, ich hätte schwören können, dass ihr euch berührt habt. Ja, hätte ich auch gesagt, er war Fell an Fell. Ja, das Ding ist einfach, dass ich hier Pro-Gamer bin. er rennt auch einfach so ein bisschen vor der Herde, weißt du? Er lässt dann mal so ganz, ganz schnell bei mir einfach mal so 18 Schafe Platz zu seinem letzten Schaf. Er ist jetzt so der Anführertyp. Oh, den nächsten Splash. Jetzt wird's spannend. Ja, jetzt läuft's gleich hier nicht selber rein. Oh, oh. Nee, der dreht ab. Die Musik auch dazu, herrlich, ey. Oh, ich glaube, das war's. Ah, nee, er macht das. Heißt mal, wie ein Tänzer. Oh! What? Wow! Was ist los, die brennen. Stimmt, bei dem einen brennt einfach alles. Die Herde brennt. Naja, komm mal, zweiter Platz. Zweiter Platz, grandios ist das. Das war ein vorzüglicher Spaß. Ich bedanke mich bei Paluten und Sturmwaffe für diese geradezu hervorragende Runde Minecraft Minigames auf mineplex.com. Wenn es euch gefallen hat, schaut auf jeden Fall auch bei den Compagnons vorbei. Die Kanäle findet ihr wie immer unten verlinkt und ansonsten überlasse ich euch wie immer das letzte Wort, ihr kleinen Splasher. Ja, mir hat es natürlich auch wieder sehr viel Spaß gemacht, nicht? Also ich übergebe das Wort an Gottschenberger und sage bis zum nächsten Mal und die beiden Kompagnons mit den sympathischen Stimmen der Weiber, keine Ahnung, tschüss Paluten! Ja, also ich fand's mega kacke so und die beiden sind bei mir definitiv nicht verlinkt so und haut rein, Leute. Nein, ist natürlich auch, hat viel Spaß gemacht und die beiden sind natürlich auch hier unten und so und dann, ja, was ist für heute? Haut rein. Tschüss!